Du bist dabei, das Spiel im Debug-Mode zu beginnen. Du bist jetzt Gott. Zeit zum Durchdrehen. Ja, und mit diesen Worten hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Uncensored Edition. Heute mit einer kleinen Special-Folge. Denn wir sind hier im Debug-Mode. Im Debug-Modus von Pokémon Uncensored Edition. Das ist eine Art Testumgebung, in der man, ja, wie das Spiel schon sagt, Gott spielen kann, in der man alle Macht hat. Ein Zuschauer hatte vorgeschlagen gehabt, dass wir ja mal in den Debug-Mode gehen können. Der Debug-Mode ist eigentlich für den Entwickler gedacht. Wenn ja jemand einen Kommentar schreibt oder ihm eine Nachricht und sagt, hey, an der und der Stelle, da gibt es einen Bug, wenn man dieses und jenes tut, dann muss er nicht erst das ganze Spiel wieder durchspielen, um dann an die Stelle zu gelangen und zu gucken, hey, was ist da los, was muss ich machen, damit der Bug nicht mehr da ist. Sondern er kann das debuggen, und zwar mit diesem Tool. Wir haben hier das Debug-Menü und da können wir alles Mögliche drin tun. Ja, können wir zum Beispiel ein Pokémon hinzufügen, das wäre ja schon mal nicht so schlecht. Ein Aerodactyl. Ja, Level 5. Das holen wir uns erstmal. Nein, danke. Gut, da haben wir jetzt hier das Pokémon. Sehr schön. Das debuggen wir jetzt. Ja, wir können hier alles debuggen. Wir können das Spiel selbst debuggen und die Pokémon. Ich fange erstmal an mit Pokémon debuggen, weil das ist so ein bisschen einfacher nachzuvollziehen. Es ist gerade vergiftet. So. Das Level dieses Pokémons ist 50. Ah, okay. So. Ich habe überlegt gehabt, ein Aerodactyl ist scheiße. Ich hätte lieber ein Evoli. Obwohl, warte. Wir nehmen ein Ditto. Ein Ditto ist besser. So, wir haben ein Ditto. Ich hätte gerne einen Move dazu noch. Und zwar, weiß ja jeder, Ditto lernt Attacken wie zum Beispiel... Was ist denn cool? Ach komm, der gute alte Thunderbolt, ne? Den bin ich mir... Ja. Ah, es hat schon, es hat natürlich das Biss und Supersonic und Wing Attack vom Aerodactyl, dieses Ditto. Aber das möchte ich natürlich nicht, ich würde gerne, ja, Wing Attack. Ja. Thunderbolt ist so ein Move, der Ditto typischerweise kann. Was haben wir noch? Warte, ich will nochmal, gab's nicht auch? Ich will mal schauen, ob es die Attacke hier gibt. Bisschen mehr da oben. Technoblast, geil. So, da können wir... Ja. Können wir ein bisschen Musik machen. Sehr schön. Okay, also wir haben jetzt ein paar Attacken beigebracht unserem Ditto. Das ist schon mal sehr schön. Das geht also nicht. Wir können Ditto kein Geschlecht geben. Wir können zwar Geschlechter ändern von Pokémon, aber wir können ihm kein Geschlecht geben. Wir haben jetzt übrigens Level 53, ich glaube, das liegt daran, dass, um einen Move zu erlernen, muss es irgendwie ein Level aufsteigen oder sowas, das haben wir gleich wieder. Wenn ich das nicht vorhin falsch gemacht habe. Ability. So, Limber. Imposter. Wir können jetzt hier die Fähigkeiten, ja, die es haben könnte, heraussuchen. Das ist übrigens die, die Hidden Ability, die versteckte Fähigkeit heißt sie, glaube ich. Ja, Imposter. Gut. Wie heißt es im Deutschen? Nature ist... Ach, Kacke. Ist Wesen. Ah, Wesen. So. Jolly ist, glaube ich, fröhlich, ne? Ja. Gut, jetzt ist es ein fröhliches Wesen. Ist natürlich shiny, ne? Also, dieses Ditto ist jetzt shiny. Manche Pokémon haben ja verschiedene Formen. Mega-Pokémon haben zum Beispiel Formen oder auch, ja, was fällt mir noch ein? Was kann noch eine Form wechseln? Scheiße, Meloetta zum Beispiel. Tanzform und Gesangsform heißen die, glaube ich, ne? Die können wir hier wählen. Happiness, der unser Ditto ist. Ach komm, wir machen mal richtig glücklich. Ein richtig glückliches Ditto. So. Ja, EV und Eevee und Ivy. Ach Gott, im Deutschen, ne? Scheiße, ist ja auch nicht so wichtig. Ja, die EV setzen wir jetzt mal Spezial-Defense, ne? Machen wir mal ein paar EV rein. Sehr schön.
Das sind die Fleißpunkte? Fleißpunkte e.V.? Ich glaube. Und die Ivy hat's vom Aerodactyl. Ja, die waren zufällig verteilt. Wir verteilen sie noch zufälliger. Oh, das sieht doch gut aus. Das nehmen wir doch mal. So. Pokorus, ja. Pokorus hat es natürlich. Genau. So, für 3 Tage ist es jetzt, kann es den Pokorus weitergeben. Wenn du nicht weißt, was Pokorus ist, das ist so ein mega, ultra, super, seltener Zustand, den ein Pokémon haben kann. Wenn du wissen willst, um was es sich dabei genau handelt, musst du mal googeln. Ownership, ja, wir können jetzt den Trainer, der es gefangen hat, benennen. Oder können ihm eine andere ID geben, solche Späße. Nickname. Wir nennen ihn mal, so. Cheaty. Okay. Das sieht gut aus. Pokéball. Was hat man? Luxusball hätte ich gerne. Masterball geht natürlich auch. Meisterball. Luxusball. Sehr schön. So, was haben wir noch? Ribbon ist... Bändchen, Schleifen, wie heißt denn diese Awards, die es bekommen kann? Ja, ist ja auch nicht so wichtig, jedenfalls als alle, ne? Unser Ditto ist das tollste Ditto aller Zeiten. Hier können wir noch Ei hinzufügen. Shadow-Pokémon sagt mir ehrlich gesagt nichts. Wenn das mir jemand beantworten kann, ob das hier so eine Sache ist von Pokémon Uncensored Edition oder irgendwas von irgendeiner Pokémon-Generation oder irgendwas anderes, sagt Bescheid. Chitty ist jetzt ein Shadow-Pokémon. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Mystery Gift können wir daraus machen. Können wir sagen, okay, brauchen eine spezielle ID. Und wenn du das jetzt eingibst, dann können wir. Cheat die. So, Cheat Gift. Genau, da kann ich das hier ablegen, kann es irgendwie als Mystery Gift wieder einfügen, irgendwo später. Duplizieren, klar, hey. Das ist das, was Ditto macht. So. Weiter debuggen. Was haben wir noch? Ach ja, wir können es wieder löschen. Okay. So, wir schauen uns das mal an. Wir haben jetzt ein Ditto, ein Shiny Ditto natürlich. Wie gesagt, Hardgo, mit diesem Shadow. Sagt mir gar nichts. Mystery Gift. Haben wir als Mystery Gift bekommen damals. Mit Level 5, jetzt ist es Level 50. Seine Stats sind jetzt noch nicht so super, aber es macht ja nichts. Und die Moves scheinen richtig zu funktionieren, weil Ditto diese Moves nicht lernen kann. Mal gucken, ob wir das nochmal debuggen können. Scheinbar funktioniert das nicht so einfach. Nehmen wir irgendwas. Acrobatics. Ah, diesmal hat er sich gemerkt, dass es nicht geht, oder was? Ah, okay, es war vorhin wahrscheinlich irgendwie ein Bug. Ein Bug im Debug-Mode. Alter. Ja, es ist jedenfalls nicht das. Ah ja, es ist vergiftet. Okay, das deaktiviere ich mal. Es geht mir auf den Sack. Du. Status. Paralysiert. Mein Lieblingsstatus. So, und du bist jetzt tot. So. Ich gehe mal kurz raus. Wir können noch mehr machen. Wir haben hier noch das Debug-Menü, in dem wir noch so viel tun können. Und zwar können wir hier Switches betätigen. Das sind so, wie soll man sagen, eine Art ein Ausschalter, wenn du das bestimmt schon getan hast. Hast du das Spiel neu begonnen? Ja. Hast du schon deinen Starter gewählt? Ja. Hast du schon Arena 1 und 2 besiegt? Ja, haben wir. Solche Sachen. Hast du die Elite 4 schon besiegt? Und hier sind auch solche internen Dinge. Ja, ist es gerade Tag, ist es gerade Nacht, ist es gerade Morgen, ist es gerade Nachmittag. Und das Programm selbst kann dann abfragen. Kann hier einfach nur diesen Schalter abfragen, kann sagen, ist es gerade Nacht. Ja. Okay, dann passieren halt diese und jene Dinge. Ne? Oder, es sagt eben, okay, bei Tag, dann sagt eben guten Morgen und bei Abend sagt eben guten Abend. Ne? Und dann kann das Programm abfragen, ist es gerade Tag oder ist es gerade Nacht. Und das kann ich ja entweder selbst aktivieren, deaktivieren. Ansonsten macht das Programm selbst beim Spielen. Ist es ein Wochentag? Sehe ich hier irgendeinen Cooldown? Weiß ich nicht ganz genau. Sind wir in der Safari-Zone?
Ja, ist der Käferfang-Contest gerade eben noch nicht entschieden? Ist er schon entschieden? Sind wir in einer Challenge? Weiß ich nicht genau. Haben wir den nationalen Dex aktiviert oder haben wir ihn deaktiviert? Solche Sachen. Shiny World Pokémon, aha. Wahrscheinlich, wenn wir ja Dinge tun, ein Pokémon begegnen und das Programm entscheidet sich, okay, anzuschalten, dann kann das Programm das wieder abfragen. Also solche Sachen. Ist eben programmiertechnische Angelegenheit. Ne? Das Programm setzt diese Schalter auf an und aus, normalerweise intern, und kann es dann wieder abfragen. Einfach nur, um sich das zu merken. Ne? Ob wir die Arena schon besiegt haben oder nicht. Ja, und wir können es hier manuell machen, wie wir das wollen. Variablen. Okay, Variablen sind meist wie Schalter, nur dass es nicht nur ein zu oder halt. Variablen sind normalerweise wie Schalter, nur dass es mehr gibt als nur an und aus. Hier gibt es zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Oder welchen Starter haben wir gewählt? 1, 2 oder 3. Beziehungsweise, wenn man programmiert, meistens 0, 1 und 2. Die Informatiker fangen mal bei 0 an zu zählen. Solche Sachen. Ne? Auf welcher Ebene befindest du dich gerade? Oder findet sich der Fahrstuhl gerade auf Ebene 0, auf 1 oder 2 oder 3? Das kann man mit An- oder Ausschaltern eben nicht machen. Deswegen gibt es da nochmal Variablen. Die verbrauchen allerdings mehr internen Speicher. Und sind, glaube ich, ein bisschen langsamer beim Lesen und Schreiben, aber ja, deswegen nimmt man einmal Switches und einmal Variablen. Warp to Map. Ah, das ist Intro, Meltdown, Death. Ah, guck mal. Da hat sich der Entwickler scheinbar irgendwie was ausprobieren wollen. Deswegen auch Dev wie Development oder wie Developer. Und wollte irgendwas probieren. Und hat er deswegen diese beiden Areale erschaffen. Mount Moon sieht so aus. Intro Cutscene, Pokémon League. Wir können ja mal zu Professor Eich schauen. Zack. Ah, sein Haus. Pika Pika, es ist ein Pikachu. Möchtest du das streicheln? Natürlich! Scheiß Pikachu. Genau, können wir uns also teleportieren. Wir können unsere Party mal schnell heilen. Fertig. Zack. Oder ich es vorne hab fainten lassen. Ja, komplett wieder geheilt. Muss man sich als Entwickler nicht erst hin und her teleportieren. Wir können uns noch ein paar Items holen. Zum Beispiel... Ja... Air-Ballon. Ein Ballon. Ich will keine 5 Ballons. Ja, die könnten wir jetzt unserem Ditto geben. Oh, die Tasche wurde gefüllt mit 6 von jedem Item. Okay, kann man machen. Können Sie wieder leeren, die Tasche. Pokémon hinzufügen. Oder wir können hier die Boxen mit Pokémon füllen oder die Boxen wieder leeren. Wir können einfach mal den PC benutzen. Ja, das Typische, ne, wenn man im Pokémon Center ist normalerweise. Set Player Character. Okay. Das sieht. Oh, das ist. Das ist gerade die nackte Misty. Siehst du das? Warte mal gucken. Ja, das ist die nackte Misty. Wir machen hier gerade das Programm ein bisschen kaputt. Gut, ich bleib so. Das gefällt mir. Nackte Misty ist immer beste Misty. So. Was haben wir hier noch? Alter Schwede, das ist so viel. Wahnsinn. Wir können uns umbenennen, bla bla bla. Outfit wählen. Ach komm, wir machen mal hier. Okay. Player Outfit. Gibt schon mal viele. So, einmal gespoilert. Ja, ist eins der Outfits, die wir freischalten können. Sollst du auch was davon haben, wenn wir hier schon debuggen, ne? Wir können uns hier ein bisschen Geld holen. So. Coins für Spielhaus. Ah ja, die Arena-Orten. Match 9, 10, 11, 12. Sind das vielleicht die von Kanto? Also von Kanto und von Johto oder so? Da bin ich mal gespannt, wie weit das Spiel eigentlich geht, ne? Hatte ich ja schon letzte Folge oder vorletzte gesagt. Wir wissen nicht ganz genau, wie weit das Spiel noch geht. Und wahrscheinlich gibt es noch ein paar Badges. Oder, muss ja nicht sein. Es ist auch möglich,
dass er schon mal intern, keine Ahnung, 16 oder 30 oder 50 Badges vorbereitet hat, für den Fall, dass er das Spiel noch erweitern will. Und das im Moment aber nur zum Beispiel 8 Arena-Leiter gibt. Das kann natürlich auch sein. Darf man nicht vergessen, das Spiel ist in der Entwicklung. Und da, ja, fügt man manchmal auch schon Dinge ein, die noch nicht im Spiel existieren sollen, einfach damit man es schon mal gemacht hat. Demo-Party. ich bin mir nicht ganz sicher, es ist eine Demonstrationsparty. Ich weiß schon, dass es da, wo du mit den Fackeln und den Schildern, ne, rumläufst. So eine Party machen wir jetzt. ja, wir haben jetzt zufällige Pokémon bekommen, denke ich mal. Ja, alle Level 20 und... Alle, ja, von der ersten Gen. Ja, kann man machen. Okay, Debug-Menü. Was können wir noch? Running Shoe Ownership. Okay, jetzt haben wir Running Shoes. Wir haben Pokegear und ein Pokédex. Mhm. Das Runko Pokédex, den nationalen Pokédex und die Runko Island haben wir ja schon erfahren, dass wir über den Hafen zu den Runko Islands können. Wir wissen halt nicht ganz genau, wie groß die sind oder was genau sie sind. Ich meine, es ist immer noch Pokémon Uncentered Edition, da hat mich schon mehrmals verarscht, der Entwickler, ja. Daycare Option. Ah ja, genau. Das ist die, oh, ich weiß immer nicht, wie es heißt, diese Pflege, wo man Pokémon abgeben kann und die dann aufgelevelt werden oder halt bumsen, ne? Vor allem Dittos machen das immer gerne. Ganz viel rumbumsen. Deswegen, wenn ich jemals ein Pokémon sein könnte, ne, dann gäbe es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich wäre ein Simsala, ja, und hätte einen IQ von 5000, den ja ein Simsala hat. Und dann würde ich als Pokémon Dinge tun mit meinem hohen Intelligenzgrad, wie zum Beispiel andere Pokémon fangen oder Trainer fangen und die Weltherrschaft übernehmen. Oder ich wäre ein Ditto und wäre nur am Rumbumsen den ganzen Tag. Also wahrscheinlich zweiteres. So, ja, wir können Pokémon... Genau, wir können alle Eier ja so präparieren in unserer Tasche, dass sie nur noch einen einzigen Schritt brauchen, bis sie ausschlüpfen. Das ist sehr praktisch. Roaming Pokémon Status? Ah ja. Arctos, Zapdos und Lavados. Die können wir wahrscheinlich irgendwo mal finden. Und dann fliegen sie umher, ähnlich wie die Hunde-Pokémon in der zweiten Gen, die legendären. Und das ist Switch 187. der sagt, ob die nun hier rumrennen oder nicht. Advanced Roaming, das, okay. Reset Trainers, da können wir die ganzen Trainerkämpfe zurücksetzen. Testkampf. Abra. 6. Okay, ja, wir begegnen jetzt ganz zufällig einem Level 6 Shiny Abra. Flucht! ja, können wir hier testen. Doppelkampf. Ja, komm. Halt, so. Und ein Absol. So, machen wir einen Doppelkampf. Oh, schwingen, schwingen, schwingen. Dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Thunderwave ist vielleicht nicht ganz so schlecht. Und fliegen ist auch nicht so schlecht. Aua. Zip, zip, zip. Na, schauen wir mal, was passiert. Ah, Double Team ist natürlich scheiße. Du blödes Mistvieh. So, Thunderwave auch noch auf das andere Pokémon. Strucklebug ist zum Glück nicht so stark. So, Treffer. Und es ist paralysiert und kann sich deswegen nicht bewegen. Ja, da können wir hier ein bisschen rummehren, rumspielen. Ist eigentlich ganz cool. Gast. Genau, naja, du siehst, worauf das hinausgeht. Ich flüchte mal fix. Nice. Nein. Ah, ich kann gerade nicht flüchten. Das ist aber doof. aber ich will doch. Los, Flucht. ah, ich darf nicht flüchten. Oh, das wusste ich nicht. Entschuldige, lieber Zuschauer.
Das war mir nicht klar. Ja, sofort trifft einfach alles. Das ist ja auch okay. So, ein Scharniera. Stärke. Ja. Stärke ist auch der beste Move, den wir hier einsetzen können. Wir surfen ein wenig weiter. So. Haben wir es auch gemacht. Okay, was gibt's noch? Ein Trainerkampf oder ein Doppeltrainerkampf können wir machen. Das ist halt, ja, fast genauso, nur dass es halt kein wilder Kampf ist, sondern ein Trainerkampf. Animationseditor. Okay, warte mal ganz kurz. Ja, okay, da bin ich wieder. Das funktioniert ja mit Maus. Es ist halt, weiß nicht genau, ob das hier nun extra vom Programmierer angelegt wurde oder ob das nun vom RPG-Maker stammt. Jedenfalls können wir hier scheinbar Animationen ändern, hinzufügen, importieren, exportieren und sowas. Konnte meine Aufnahmesoftware auch nicht ganz erfassen sofort, weil es halt relativ groß ist von, ja, von der Größe im Gegensatz zu dem Originalspiel halt. Tweening. Was Tweening ist, wusste ich auch mal. Ja, okay, wir können hier auf jeden Fall Dinge tun, wie du siehst. An die Animation hier rumarbeiten. Da mag ich mal lieber nicht ganz so viel rumklicken, weil ich habe keine... Move Rape? Okay, wir animieren hier gerade die Move Rape. Welchen sonst? Ne? Den Vergewaltigungsmove. Den animieren wir hier gerade, weil ist so. Okay, wir können hier irgendwas ändern daran. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Fällt dir bestimmt gar nicht auf. Okay, ich guck mal, ob ich hier wieder rauskomme. Komme ich hier wieder raus? Oder muss ich das jetzt neu starten? Ich will das nicht neu starten. Ja, List of Animations. Ja. Kann ich mit Escape vielleicht wieder raus? Ah, okay. Sag das doch gleich. Ja, das siehst du mal, so groß ist das Spiel normalerweise hier. Pokémon-Spiel. Und so groß ist die, ist der Editor. Gut, ich wechsle mal zurück. Ja. Okay. Ja, es ist alles ein bisschen suboptimal. mein Aufnahmeprogramm reagiert nicht ganz so gut, wenn sich Auflösungen ändern. Von so einem Spiel. Deswegen ist das alles ein bisschen blöd für mich zu lesen, aber du merkst davon bestimmt nichts. Debug-Konsole. Oh, auch cool, oder? So, ich schieb das mal irgendwo hier hin. Warte ganz kurz, warte, ich bin gleich, ich hab's gleich. So. Ja. Warte mal ganz kurz, warte. So. Ja, wie du siehst, wie gesagt, das ist hier jetzt ein komischer blauer Hintergrund und Gedöns. Ja, mein Programm mag das nicht, wenn sich Auflösungen ändern. Meist hätte ich hier einen sehr schönen Desktop-Hintergrund, von Dune übrigens. Aber, ja, wie auch immer. So, was steht denn hier? Ich muss mal ein bisschen, Pokémon, Uncensored Edition Output Window. Wenn du dieses Fenster siehst, dann läuft gerade Pokémon Uncensored Edition im Debug-Modus. Das bedeutet, dass du entweder die Debug-Version spielst, oder dass du diese Version innerhalb des RPG Maker XP spielst. Also das heißt, wenn wir den RPG Maker benutzen und da das Spiel importieren, dann können wir scheinbar auch den Debug-Modus so starten mit diesem Output-Fenster. Und die Debug-Version vermute ich mal, dass die eine der ganz frühen Versionen war, die der Ersteller gebastelt hat. Wenn wir dieses Fenster schließen, wird es auch das Spiel schließen. Und wenn du das Fenster hier nicht mehr haben möchtest, dann sollten wir das von der Shell aus führen oder einen ganz normalen Release-Download machen. Eine ganz gewöhnliche Version herunterladen. Bla bla bla. Okay, um fortzufahren, müssen wir nur das Fenster wieder anklicken. Ich zoome mal wieder hier ein bisschen rein, ne? Und lass mal das Fenster offen, weil ich kann es jetzt auch nicht schließen. Oder kann ich das wieder schließen? Nein, warte. Kann ich das wieder schließen? Nö. Kann ich nicht. Jetzt habe ich hier höchstens noch komische Balken.
Na gut, ich zoome mal wieder hier ins Spiel rein und mach mal rundherum schwarz wieder. Battle Locking. Ah, okay, das ist natürlich nett. Da können wir Logs erstellen, also einfach nur Listen, in denen mit Text drin steht, was jetzt so passiert ist. Und das ist wichtig, um dann herauszufinden, okay, an welcher Stelle ist ein Bug passiert und warum. Hoah, alter Schwede. Das haben wir ganz schön lange gequatscht, oder? Ja, Leute, das ist jedenfalls, Kann ich mal fix Tag machen? Kann ich fix Tag machen? In der Variablen war es, glaube ich, ne? Geht das? Ah, guck mal. Mhm. Die sind einfach reserviert. Ja, das habe ich gemeint gehabt. Da hat der Entwickler schon mal welche angelegt, Variablen, die aber noch nicht benutzt werden. Okay. Na egal, ich glaube, das war bei Switches, oder? Lalalala. Ist es gerade Tag? Ja. Funktioniert das so? Nee. Ist für was anderes. Okay. Na gut, Leute, das soll es erstmal gewesen sein. Das war der Debug-Mode. Der Modus, den halt der Programmierer benutzt, um halt Bugs auf die Spur zu kommen, um da die Hintergründe zu erfahren, warum passiert ein Bug und wie kann ich ihn beheben. ich fand das eine sehr coole Idee und habe ihn selbst noch nicht gesehen gehabt. Ich wusste, dass der existiert, denn ich verfolge ja auch immer die Notizen, die der Entwickler mal hinterlässt. Bekomme ich immer eine Mail, wo dann drin steht, hey, es gibt ein neues Update oder hey, ich habe eine neue Idee, was haltet ihr davon? Der geht auch mal ziemlich viel auf Feedback ein. Ne, den irgendwelche Leute haben. Ja, ich hoffe, dir hat's gefallen. Du fandest das auch interessant. Wenn nicht, dann ja, hast du gerade viel Zeit deines Lebens verschwendet. Na gut, Leute. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge mit einer ganz gewöhnlichen Folge. ja, mir hat Spaß gemacht. Ich fand das mega interessant. Ich kenne mich ja auch beim Programmieren ein kleines bisschen aus. Bin jetzt nicht der Ober-Ultra-Skill-Hacker. Aber ich kann schon einige Dinge tun. Ja, genau. Das war diese Folge von Pokémon Uncensored Edition. Und wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao.